So, Leute, da sind wir wieder mit Dishonored, die Maske des Zorns. Als letztes haben wir uns in die Dunwall Whiskey Destillery geschlichen, ganz gekonnt, die ganzen Wachen ausgeschaltet, um hier unten die Destille von Slackjaw und seiner Bande mit den unglaublich lecker aussehenden Ratteninnereien, die wir aus Dr. Gavanis Büro geklaut haben, zu vergiften. Das haben wir erfolgreich hinter uns gebracht und jetzt sollten wir auch schauen, dass wir uns so schnell wie möglich hier aus dem Staub machen. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, mich mit den Typen zu essen. Mich mit den Typen noch weiter auseinanderzusetzen, beziehungsweise mich mit den Typen noch weiter anzulegen. Die sind nämlich ganz schön garstig und das sind ganz schön viele von denen. Deswegen, ja, am besten schnell abhauen und sich nicht entdecken lassen, würde ich mal sagen. Ich sehe nämlich jetzt hier nicht, weil die stehen immer noch da hinten und labern. Ne, gut. Muss mal gucken, wie ich hier vorne an der Tür an denen vorbeikomme, ohne dass die mich da bemerken. Da sehen wir ja, okay, hier kann ich auf das Rohr hoch. Alles klar, das war doch sehr erfolgreich, würde ich meinen. Hier rüber eben. Und dann hüpfen wir mal, weil wir es können. Und dann auf das Dach. Oh, wie viel mehr Mana die Zauber halt kosten, auch sehr schwer, das ist krass. Ich merke das immer, weil man hört ja immer, wenn er dann, wenn er dann hier wieder ein leckeres Elixier trinkt, der gute Corvo. Ja, nämlich in The Wall Street. Und dann hört man das immer und das ist schon ziemlich arg. Also auf normal oder schwer kosten die deutlich weniger Mana, die Zauber. Gerade auch der Teleportationszauber, whatever. Dieses Ding, das uns von A nach B bringt, ohne dass uns jemand sieht. Toll, ne? Ja. Ich kann das, ich kann reden. Ja, apropos reden. Wir müssen mit der Lumpengräfin reden. Genau. Um unser Geschenk zu erhalten dafür, dass wir ihr einen, ich möchte nicht sagen Liebesdienst, auch wenn es vielleicht einer war, erwiesen haben. Indem wir das Elixier der Bond Street Gang vergiftet haben. Darum hatte sie uns ja ursprünglich gebeten. Wo ist sie denn? Lumpengräfin, wo bist du denn? Hier nicht. Hat sie noch was? Nein, gut. Dann wird sie vermutlich da hinten bei ihrem komischen Schrein sein. Ja. Hallo. Ist was für mich? Ich wusste, dass du mich nicht enttäuschen würdest. Jetzt kann ich endlich in Ruhe am Ufer spazieren gehen. Ich habe dein kleines Geschenk nicht vergessen. Es wartet oben auf dich. Ja, da freuen wir uns doch. Jetzt kann die Lumpengräfin in Ruhe am Ufer spazieren gehen und wir kriegen eine Rune. Sie hat die Kekse nicht auf die rechte Seite des Tabletts gelegt. Da haben wir sie gefeuert. Ja, das hätte ich auch so gemacht. Wer die Kekse nicht auf die rechte Seite des Tabletts legt, kann nur ein schlechter Mensch sein. So. Dann schnappen wir uns die Rune hier. Gucken, wie viel haben wir jetzt? Wir können die Nachtsicht nicht aufwerten. Gut, dann hat sich das erledigt. Dann machen wir das später. Sobald wir genug Runen haben. Gut, schön. Dann muss ich mal ganz kurz eben in das Tagebuch gucken. Ja, verschonter Hauptmann Körner. Okay. Als nächstes steht dann an... Wir wollen den Clavering Boulevard hoch und zum Hauptquartier der Aufseher, um den Oberaufseher Campbell auszuschalten. Das werden wir jetzt auch tun. Und hoffentlich nicht allzu sehr failen dabei, denn auf dem Weg warten ganz schön viele Wachen. Und wenn ich jetzt hier runtergehe, dann kommen tonnenweise Weiner. Ja, Weiner, das sind die Infizierten. Die nennt man so. Ab einem bestimmten Stadium der Infizierung. Und das versuche ich mal. Ist hier irgendwo eine Wache? Warum ist hier keine Wache? Hier sind normal immer Wachen. Ja gut, gut für mich. Die Laterne hier. Ich finde es halt echt so genial, dass die Typen nie nach oben gucken. Niemals gucken die nach oben. Du kannst da über denen rumtanzen, wie du lustig bist, und sie kriegen das halt nicht mit. So. Da runter. Autsch, das war der Zaun. Aber Corvo ist ja gestählt. Den stört das nicht. So ein bisschen Stacheldraht. Oh, hi. So, ich kümmere mich gleich mal. Hab ich jetzt ja fast entdeckt. Du Sack. Ja, ist jetzt, ich leg den jetzt auch echt ungern hier ab, aber mir bleibt halt echt nichts anderes übrig, weil ich will den jetzt auch nicht da irgendwie, 3 Kilometer die Straße runterschleppen. Ja gut, der lebt noch. Ja, weil hier gibt's relativ viele Ratten. Ich hoffe mal nicht, dass die... den Vernomsen da, sonst habe ich wieder jemanden getötet. Eigentlich möchte ich das ja bekanntermaßen nicht. Was ist hier los?
Was? She was a wench. Aha. Long live the Empress. Okay. Ja. Lang lebe die Kaiserin und sie war eine. Das übersetze ich jetzt mal nicht. Ihr könnt euch denken, was das bedeutet. Was? No one will keep us from death, ja. Keiner wird uns vor dem Tod retten. Da habt ihr möglicherweise sogar recht, so wie es hier aussieht. Was zur Hölle ist denn hier bitte abgegangen? Hier liegen überall Leichen rum, das habe ich ja auch noch nie erlebt. Abgehackter Arm, schön. Ich kann den nehmen, oh Gott, wie makaber. Ich kann den einfach nehmen und rumwerfen, sehr gut. Dann spratzt doch noch so ein bisschen, wenn ich ihn hinwerfe, das ist ja echt toll. Gut, wie dem auch sei, genug davon vom Arm rumwerfen. Ja, aber mich macht das stutzig jetzt, dass hier die schon alle tot sind. Ich meine mich erinnern zu können, dass die hier rumgestanden hatten und sich um das Elixier da gestritten hatten und dass ich die dann hätte betäuben können, müssen, dürfen, sollen, wollen, tun, kann. Das ist schon sehr, sehr seltsam. Also, ja, na gut. Wird wohl nichts weiter zu bedeuten haben. Das schaue ich mir mal besser an. Oh, das ist doch die letzte Chance. Weg da. Du entdeckst mich nicht, mein Freund. Nee, nee, nee. Du nicht, du nicht. Ja, ja. Oh, hoppla. Okay, was gibt's hier? Oh, eine Rune. Oh, eine Rune. Geil. Okay, meins. Haben wir noch einen Brief. Das lese ich auch eben vor. Konfiszierte Rune. Corporal Meadows. Wir haben diese seltsame Rune bei einer Frau gefunden, die auf der Straße Gebäck verkauft hat. Wir wissen nicht, wie sie gestorben ist, aber weil uns die Sache komisch vorkam, haben wir sie für die Aufseher beiseite gelegt. Wenn ihre Schicht vorbei ist, bringen sie sie zu den Aufsehern. Die können sie dann zerstören oder damit machen, was sie wollen. Vergessen sie es nicht. Ja, Corporal Meadows scheint relativ vergesslich zu sein, denn jetzt haben wir die Rune. Das ist jetzt unsere. Und wir können sie gut verwenden, denn wir können damit jetzt unsere Nachtsicht verbessern. Ja, herrlich. So, Stufe 2, wunderbar. Mir ist aufgefallen, ich habe gar nicht gesagt, was die verschiedenen Stufen machen. Also bei Teleportieren ist es ja eigentlich logisch, da teleportiert man sich einfach nur weiter. Bei Nachtsicht hingegen werden uns auch andere Gegenstände angezeigt. Also vorher war es nur so, dass wir eben im Dunkeln sehen konnten und dass wir die Wachen sehen konnten, Lebewesen generell. Und bei Stufe 2 werden uns auch Items angezeigt, die sich in der Umgebung befinden. Was ich schon unglaublich praktisch finde, gerade wenn man, wie ich jetzt hier, ohne HUD spielt, ist das schon eine sehr große Erleichterung. Sag mal, willst du das bitte auswählen? Ach, mein Mausrad ist irgendwie komisch gerade. Ja, nice. Genau, da haben wir jetzt hier, was ist die Nachtsicht? Sieht etwas seltsam aus, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber doch sehr cool, weil eben sehr, sehr nützlich. Jetzt guck mal hier, werden die Gegenstände grün hervorgehoben. Ich glaube, Objekte, mit denen wir interagieren können, sind blau. Und Lebewesen, weiß ich jetzt gerade gar nicht, sind glaube ich gelb. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, der wird nicht hervorgehoben, der ist wahrscheinlich noch zu weit weg. Und der sieht mich auch nicht. Ne, du siehst mich nicht, ne, kannst du mal, ne, so. Ja, dann gehen wir mal zum Holger Square. Büro des Oberaufsehers. Mhm. Gibt's eine neue Formation? Nein, gut. Ist klar. Das Lighting ist halt magnifique, magnifique. Ah, so. Angeblich steht ein einem am zweiten Tag die Haut ab. Stimmt das? Oder ist der Juckreiz das Schlimmste? Oder die Ratten? Jasper, nicht wahr? Es ist gar nicht so schlecht hier drin. Ich vermisse nur ihre Frau. So ein Sack. Sie lassen sich nicht so leicht Angst machen, Respekt. Nice one. Das wird schon noch. Okay, dann genug gebrabbelt. Gute Nacht. Alles klar. Der wäre weg. Wenn wir hier. Was für ein Anblick Sie in der Maske bieten. Ich weiß, wer Sie sind und was Sie wollen. Und ich kann helfen. Befreien Sie mich und ich spendiere Ihnen in ein paar Tagen einen Drink. Beim großen Nichts. Ich spendiere Ihnen 100 Drinks. Das ist aber auch das Mindeste, denn irgendwie scheint hier jeder zu saufen wie ein Loch. Das wollte ich nur mal so anmerken. So. Ich leide unter schlechter Durchblutung und habe meine Handschuhe vergessen. Es wäre nett, wenn Sie mich freilassen oder mir wenigstens etwas Feuerholz bringen könnten. Ja, ich dachte gerade, ich kann ihn freilassen, indem ich ihn mit E anklicke, aber das ist ja der Hebel hier.
Fühlt sich gut an, wieder gerade zu stehen. Vielen Dank, Corvo. Ihre Mission hier und heute ist äußerst wichtig. Wir müssen Emily finden und Campbell töten. Und zwar schnell. Wenn er tot ist, durchsuchen Sie ihn nach seinem berüchtigten schwarzen Tagebuch. Und dann verschwinden Sie. Campbell trifft sich mit einer Wache namens Kernow, die er meinen Informationen zufolge vergiften will. Vielleicht können Sie das zu Ihrem Vorteil nutzen. Ich kann hier nichts mehr ausrichten, also werde ich mich zum Houndpits Pub begeben. Wenn ich den Schiffer Samuel sehe, sage ich ihm, er soll im Hinterhof auf Sie warten. Hinter dem Büro des Oberaufsehers. Mögen alle Geister Sie leiten und möge der Kopf unseres Gegners zu Boden fallen, ohne dass Sie Schaden nehmen. Ja, das hoffe ich auch, Martin, das hoffe ich auch. Auch wenn vielleicht nicht unbedingt sein Kopf zu Boden fallen wird. Zumindest nicht bei mir. Aber das wisst ihr ja. Warum erzähle ich das dauernd? So, dann wollen wir uns mal noch eine Bewegung sehen, wie wir hier reinkommen. Weil die Lüftungsschächte sind ganz brauchbar. Hatters fired the first shot, but Bottle Street Gang fired the last. Die Hutmacher haben zuerst geschossen und die Bottle Street Gang. Beziehungsweise die Hutmacher feuerten den ersten Schuss ab, die Bottle Street Gang den letzten. Es klang schmerzhaft. Haben Sie je das Ritual gesehen? Ich habe es niemals zur Anwendung kommen sehen. Nein. Sind wieder Aufseher? Was packst du denn da rum? Aber ich sah einst jemanden, der das Zeichen trug. Der hat da gerade echt hingepinkelt, oder was? Das ist ja der Hammer. Das habe ich auch noch nie gesehen, dass die da echt sich hinstellen und dahin pissen. Okay. Na dann. Ja. Die Maske verleiht vielleicht Macht, aber keine guten Manieren. Das ist schön. Okay. Dann gucken wir mal. Hier mit Nachtsicht, was der Typ da macht. Außer Rattenzentrampe. So, ich schnappe ihn gleich. Seine Kollegen kriegen das nicht mit, das ist nicht schön. So, mal hier runter. Ist ja so geil, dass man da runter kann, ne? Gucken seine Füße raus? Ne, ich glaube nicht. So. Ja, ich habe auch daran gezweifelt. Vor allem, ja, komme ich jetzt hier nicht mehr raus. So, mal ganz gekonnt. Hier lag irgendwas, oder? Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Oh, 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 oh. Das glaube ich allerdings auch, Kollege. Ach, ich glaube, der kann mich hier drin gar nicht finden. Ich bin mir gar nicht sicher, aber. So. Dann schlaf mal gut, mein Freund. Ich wollte das Risiko jetzt eigentlich nicht eingehen, dass der mich findet, deswegen habe ich mal einen meiner teuren Betäubungsbolzen benutzt. Ach, hier lag das, was ich da gesehen habe. Um den Typ da auszuschalten. Ne, guck mal, da liegt doch was, oder? Da bin ich doof. Ja, ich bin gerade echt so doof, weil da reinzukommen. Ja, guck mal, da liegt es hier direkt vor meiner Nase, ja, und ich schmeiß den Typ drauf. Das ist super intelligent. Okay, meins. Ja, weiter. Jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie da rüberkommen, hier über diesen Zaun. Problem ist, hier stehen überall diese scheiß Aufseher rum. Ihr seht, da drüben ist alles voll von denen. Und da muss ich jetzt echt gucken, dass ich mich nicht erwischen lasse. Was bedeutet, dass ich erstmal hier reinpieken werde. Oh, hi. Mal gucken, vielleicht kann ich den mit Betäubungsbolzen ausschalten. Ja, vielleicht sind wir vorher noch Nachtsicht anzumachen, ne? Ja, wer vielleicht los? Mal schaffe ich es dann heute mal noch auf diesen blöden Zauber zu wechseln. Ist ja schlimm gerade. So, einer weniger. Gut, der ist Geschichte. Dann gucken wir uns hier mal noch etwas um. Hier liegt nämlich bestimmt noch tonnenweise Zeug rum. Bin mir ziemlich sicher, ja, natürlich. Guck, das sage ich bestimmt, ich sehe es doch, ne? Ich sehe es doch. Dem Night Eye, ich nenne es einfach mal Night Eye. Das war nicht genau so. Ja, die werden jetzt misstrauisch in die Tür hier auf. Deswegen teleportiere ich mich direkt mal hier durch. Weil ich ehrlich gesagt keinen Bock habe, dass die mich da oben Warning Outflow Area, Ausflussgebiet, beziehungsweise. Ja. Da kommt das Wasser raus. Das war ein blöder Mist. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das machen wir doch. Wir treffen uns heute Abend auf Whisky und Zigarren. Okay. So, rennt einer rum. Irgendwie konnte ich den noch, glaube ich. Ja, ich konnte ihn beklauen, jawohl, das ist so cool.
Ganz einfach mal unter ihm stehen. Corvo macht halt seinen Jedi-Mind-Trick. Oder vielleicht ist es irgendwie so ein Zauber à la Akio oder sonst was hier, Harry Potter. Keine Ahnung. Aber er beklaut halt einfach einen Typen, der über ihm steht und dessen Geldbeutel, keine Ahnung, locker mal einen Meter über ihm hängt, aber er macht's halt. Er macht's halt, ohne die Hand zu bewegen. Das ist sehr gut. Okay, eine Kette. Ja, wollen wir hoch. Alles klar. Two Kennels zu den Zwingern. Okay. Wie geht's hier hin? Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß es nicht mehr. Ah ja, okay, nee, hier geht's wieder raus. Das wollte ich eigentlich nicht. Wo das Oberaufseher ist, ja. Ne, da wollen wir noch nicht hin. Wir gehen durch die Zwinger, das ist deutlich sicherer. Ist auch ein bisschen Umweg, aber da gibt's auch noch einige Goodies für uns. So, ja. Wir wollen zum Zwinger gehen, bitte. So. Pass gut auf heute Abend, mein Junge. Ich habe von bösen Männern gehört. Er ist ein guter Junge. Guter Junge, Justice. Ja, guter Junge. So. Stell dich nicht so an. Aufwachen! Überall nachsehen! Das war jetzt nicht so geplant. Verdammte Ratte! Zur Hölle, seit wann ist da noch mal einer? Ich wollte jetzt habe ich dich. Wache! Zu mir! Okay. Gut. Alles klar. Das war blöd. Das war sehr blöd. Das war eigentlich nicht so geplant. Das wollte ich nicht wirklich. Aber gut, ja, jetzt ist es halt so. Dann ist der gute Mann halt killed in action. Kia. Hier haben wir noch einiges Zeug. Das gucke ich mir gleich an. Ich will jetzt aber erstmal noch checken, ob hier nicht nochmal irgendwo einer rumrennt. Ja, natürlich. Ich hab's doch gewusst, ne? Ich hab's doch gewusst. Ich hab dich gerochen, Kollege. Gerochen habe ich dich. Ja, ja. Gerochen habe ich ihn. So. Beuteversteck. Oliver, ich habe unsere gesammelte Beute im Verbrennungsraum versteckt. Sie befindet sich unter den toten Hunden, wo niemand danach sucht und wo sie niemand finden wird. Sieh unter den Geboten nach, um die Kombination für die Tür herauszufinden. Lügende Zunge, wandernder Blick, irrender Geist. Ich denke, dass du gläubig und schlau genug bist, um das Rätsel zu lösen. Berg. Ja, das sind wir natürlich. Wurscht. Was gibt's hier? Das siebte Gebot. Ja, das lesen wir eben. Zäume den irrenden Geist, bevor er mürrisch und uneins wird. Können zwei Gegner den gleichen Körper besetzen? Nein, denn der erste wird ihn in eine Richtung, der zweite in eine andere leiten. Der erste wird ihn in eine Richtung, der zweite in eine andere leiten, bis der Körper in einen Graben fällt und sich das Genick bricht. So können auch zwei konkurrierende Gedanken nicht im Geist eines Mannes verweilen, da er sonst willensschwach und ein Opfer der Ketzerei wird. Ja, ja, ja. Sehe ich genauso. Nicht. Gibt's hier noch? Hunde, Aufzucht und Training. Ja, das könnt ihr lesen. Gut. Jetzt dürfte hier unten noch alles gegnerfrei sein. Das ist alles sauber und aufgeräumt, so wie ich das mag. Schön durchgeputzt. Das einzige, was jetzt hier halt eben noch ist, sind die Hunde, die kläffen ein bisschen, wenn sie mich sehen, aber das ist nicht weiter tragisch. Das macht nicht wirklich was aus, denn soweit ich weiß, lockt das keine Wachen an. Ja, da kommt trotzdem die Musik, aber das, ja, können wir einfach mal ignorieren. So, wir werden eben das Rätsel noch lösen. Was steht hier? Nicht diesen Hebel betätigen. Es ist von großer Wichtigkeit, dass Sie diesen Käfig nicht ohne meine Zustimmung öffnen. Voracious ist krank und ziemlich temperamentvoll. Sollte sein Käfig geöffnet werden, kann es sein, dass er jeden angreift, der den Hundezwinger bewacht. Gezeichnet Hundeführer Warden. Ja, das hätten wir mal früher wissen sollen, ne? Aber dann hätten wir die auch wieder getötet. Und das, ja. Gucken wir mal, wir müssen ja in diese Zelle hier. Ich denke mal, dass der Hebel, der hier lag, den wir nämlich mitnehmen, ja, der Hebel, der hier lag, irgendwie für diese Zelle ist. Ja, sehr schön. Was haben wir hier noch? Geld? Na komm. Komm. Schnapp's dir. So. Was? Hound Cage Release? Nein, das wollen wir nicht. Was gibt's hier? Die sieben Gebote. Umgib deinen innersten Geist mit diesen Geboten und du wirst sicher sein. Die sieben Gebote sind unsere Grundregel, gelehrt und durchgesetzt von Aufsehern auf allen Inseln. Aus diesen Geboten entspringen alle Regeln, soziale Normen und Vorstellungen über den Kosmos. Die sieben Gebote. Erstens wandernder Blick. Zweitens lügende Zunge. Drittens rastlose Hände.
Viertens, unstete Füße. Fünftens, zügelloser Hunger. Sechstens, begieriges Fleisch. Siebtens, irrender Geist. All diese Verhaltensweisen müssen kontrolliert werden, um das Herz frei von feindlichen Einflüssen zu halten. Sie sind die Pfade, die zum Outsider führen. Ja, möglicherweise sind sie das. Aber für uns ist das ganz gut. Denn wir mögen den Outsider. Ne? Ja, wir. Gucken wir mal nach. Ich muss eben das Rätsel nochmal heute versteck. Lügende Zunge, wandernder Blick, irrender Geist. Okay, das ist ja relativ easy. Bücher, die sieben Worte. Lügende Zunge, 2. Wandernder Blick, 1. Irrender Geist, 7. 2, 1, 7. Gut, das war jetzt nicht wirklich schwierig. Aber kreativ. Also ich mag sowas. Auch wenn es nicht wirklich kompliziert ist. Also ich brauche jetzt auch keine solche krassen Rätsel. Ja, jetzt kommen die Ratten raus, die müssen wir jetzt nicht töten. Jetzt greifen die uns an, verspeisen uns. Ja. Ich mag jetzt auch keine so krassen Rätsel, irgendwie wie bei Silent Hill oder so, auf Rätselschwierigkeit hart oder was. Also das ist schon wirklich extrem. Aber sowas hier finde ich ganz nett. Das ist ein bisschen arg einfach zwar, aber es lockert das Ganze ein bisschen auf. So, ja, dachte ich schon. Kleff du vor dich hin da drin, ja, macht mir nichts aus. Da liegt was in dem, hat mir das gewünscht. Durch die Gitterstäbe hat sich die Wurst genascht. Oh ne, habt ihr jetzt die Wache da weggenommen, oder was? Boah, ihr Scheißviecher. Nee, ne? Ach, das gibt's doch nicht. Ach, so ein Scheiß. Na gut. Ja, gut. Blöd gelaufen, was soll's. Wie gesagt, shit happens. Werde ich nicht neu laden. Okay. Dann sind halt eben 2 gestorben. Da geht's to Main Hall. Zum Büro des Oberaufsehers gehen. Ja, das werden wir tun, aber nicht mehr in diesem Part, Leute, denn ich sage bis zum nächsten Mal mit Dishonored, die Maske des Zorns.